Hallo wieder zu Banished mit dem Maro. We will rebuild again. Ich hoffe, diesmal wird es nicht alles abfackeln und wir können für mehr Nahrung sorgen. Wir haben ja jetzt herausgefunden, dass die Leute einfach so weit laufen und demzufolge nicht herkommen. Was haben wir schon wieder zu low? Tools. Ah, mein Bergbauer kann ich mal bergbauen, weil sie keine Tools mehr haben. Das ist nicht gut. Ich habe auch gesehen, was die Vendor machen. Die Vendor verteilen das Zeug auf die Häuser, deswegen können wir mal einen zweiten davon. Und noch mehr Fischer fürs Essen. Ja, dann baue ich mal hier unten mal die Häuser aus, würde ich sagen. Feuerholz ins Lager damit. Den Schiffchen geht's gut. Essenreserven sind wieder low. Da sind mehr Fischer drin. Peaches. Miner, Wunder. Herdsman, Stonecutter, Farmer, Stonecutter, klar. Wie können die Lockreserven low sein? Was macht der denn damit? Achso, ich habe zwei Woodcutter, genau. Da fehlt nur Stein, aber wir haben gerade noch 15 Stein. Oh, alles low. Tut doch mal auf hier. Ich werde erstmal nichts bauen, weil ich erstmal Rohstoffe brauche. Meine Leute werden ja erwachsen und kommen nach. Townhall wird das nächste Ziel wieder sein. Ich hoffe, jetzt werden meine Brunnen machen was aus. Einfach mal hier so, dass der wenigstens die zweite Storage-Bahn in Ruhe bleibt. Dass es nicht durchfackelt. Vom Stein erschlagen, wie schlimm. Und hier haben wir einen Haufen Stein. Wunderbar. Habe ich extra einen Weg gemacht und ihr macht einfach nichts. Wir können wieder anfangen, Alkohol zu machen für die Glücklichkeit. Nehmen wir dazu mal einen Stonecutter weg. Ja, meine Glücklichkeit ist nur auf zweieinhalb Stern, einen halben Stern runter. Und ein Citizen hat kein, kein Werkzeug mehr. Apfelsamen. Die brauche ich nicht. Hammer schon. Würde Herr Schmied bitte weiterhin Tools produzieren? Wäre ihm dabei sehr verbunden. Mal zwei Träger, sonst kommt das Zeug ja nirgendwo an. Ah, ich hätte so gerne viel mehr Leute. Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass wir Tool-Nachschub bekommen. Wenn wir wieder Werkzeuge haben. Okay, es ist gerade früher Herbst, Leute fangen an zu sammeln. Hier oben die Felder sind schon abgeerntet, wunderbar. Die Apfelbäume geben irgendwie kein gutes Yield mehr, ne? Hier oben. Muss ich vielleicht mal abholzen und ob hier ist
Peaches hinmachen. Truhreserven sind extrem niedrig gerade. Das ist ungünstig. Wir müssen mal Eisen so sammeln. Eisen. Und zwar hier. Da. Oh, hier ist Stein, ne? Eisen. Eisen. Ist kein Eisen. Ja, auch kein Eisen mehr. Ah, hier oben ist eine riesengroße Eisenader. So, das Spiel ja doch jetzt ein bisschen im Basis, hier kommen wir über irgendwas reden. Deswegen, jetzt wahrscheinlich kann ich es nicht, weil mir nichts einfällt. Ich bin immer so schlecht, mir irgendwas rauszufinden. Und wenn ihr mal irgendwas habt, worüber ich was sagen soll, sagt doch mal Bescheid. Deswegen, wenn ich nicht irgendwie die Zeit werden wir warten noch abquatschen können oder so. Also meine Planung. Und hier liegt Eisen, hier, hol doch einfach mal. Ein 6 Labor. Einfach mal Eisen schleppen. Es ist ein schönes Beispiel für die menschliche Wirtschaft zurzeit. Das Haus brennt und alle laufen am Brunnen vorbei und ist nicht mein Haus, muss ich nichts machen. Und dann, oh, jetzt brennt doch mein Haus. Ups. Rustin, die rustige Arbeiterin, ist kaputt gegangen. Aber der bitte weiter. Wir können ja über diesen tollen, da wir hier Berglandschaft machen. Wir dürfen hier kein Fracking machen. Wenn wir über was Ernstes reden sollten. Oh, mein Lager fühlt sich jetzt gerade so schön. Würde sich der Schmied selber bitte ein Tool besorgen? Und wenn wir den zweiten Schmied hinsetzen, bringt mir auch nichts, weil wir einfach kein Eisen haben, um ihn abzuholen. Essenreserven sind schon wieder niedrig. Ach, ist schon wieder Sommer. Okay, soll ich mal kurz raustappen? Muss ich nochmal ganz kurz. Merke jetzt nicht anders. Kein Moment. Okay. Sorry, muss ich kurz auf Skype schreiben. YouTube-Kram. Ich kann, glaube ich, nicht einstellen, dass es weiterlaufen soll, oder? So, Moment, ich komme kurz raus. Ah, wunderbar. Wir haben ein großes Tool-Problem gerade. Oh, Unmengen von Eisen. Oh, das gefällt mir, mal so viel im Lager zu haben. Was machen wir mit euch, wenn ihr nicht mal langsam die Tools hier nachproduziert? Ich baue mal einen zweiten Schmied hin. Das geht so nicht. Ich hoffe, das ist nicht so ein Überspringer vom Feuer.
Durch das wenigere Zeug dauert es ein bisschen. Was verkaufst du? Squash Seed. Eine Code kann ich dir anbieten. Oh, das reicht sogar. Ja, und der restliche Zeug kaufen wir Früchte. Wir haben eh Essensproblem. So, da haben wir neue Flüchte. Das Yield hier oben, ich beobachte es mal, nicht so wirklich hoch geht. Pflanzen wir hier mal um auf, oh, können wir gar nicht. Der entfällt. Dann will ich mal hier nächste Sommer Squash ausprobieren. Er geht schon nur 50% Yield. Das ist nicht sehr schön. Oder noch 50% habe ich nicht abgebaut, mal wieder. Oh, habe ich hier kein Bilder festgelegt. Ist natürlich clever von mir. Die Trinkessenreserven gefallen mir jetzt gerade echt wenig. Was habt ihr denn gemacht im Sommer? Aha, wir haben ein großes, großes Problem, was das mit Leuten angeht. Da ich alle kein Werkzeug haben, arbeiten sie natürlich langsamer. Ich will mehr Tiere anbauen, glaube ich. Okay, dann werden wir die ganzjährig Zeug geben. Geben sie ganzjährig Zeug und sind nicht abhängig davon, dass sie abgeerntet werden im Herbst. Die ganzen alten Leute weggestorben und jetzt kommen auch Junge nach. Essensreserven, das gefällt mir immer nicht. Ah, komm, müsste mal hinkriegen, das Ding zu bauen. Ja, ich dachte mir doch schon so, hä? Ja, holen wir jetzt erstmal einen schönen Vorrat an Tools. Also für Eisen haben. Bin mal gespannt, ob sie das besser wächst. Mal noch eine zweite Kumu-Weide. Eine zweite Kuhweide klingt gut. Oben vielleicht. Nee. Und mein Dorf. Und hier hinten dran auch nicht doof.
Mein Herbwald. Wieso hin? Oh. Mal 8. Hm. Wir brauchen viel Platz und machen viel Mühe. Bäh. Oh. Gut, dass du kommst. Brauche ich. Lockreserven sind low. Okay, hier. Passt ideal hin. So. Schon wieder vom Stein erschlagen. Wachsen nächsten Sommer mal Pfeffer an. Gucken, ob hier hinten Squash, was immer das ist. Ob sich das gut macht. Holzreserven sind wie immer niedrig. Mein Teller ist gestorben ohne Nachrücker. So. Ja, kein Laborer übrig, der rumrennt. Nur eine Hand und ein Fischer raus. Nur keiner krank wieder, das ist schön. Essenreserven sind niedrig. Macht mir keine Angst hier. Ich komme echt hinterher mit dem Absammeln hier. Oh, mein schöner Stein, aber wir brauchen eine schnellere Route, damit sie hier hinterherkommen. Der ist nicht so glücklich. Fühlt es auch nicht voll. Also daran kann es nicht liegen. Holzreserven niedrig. Dann gebe ich meinen Fellbefehl hierfür. Wenn es noch fehlt. Hm. Die Forester machen sich irgendwie keine Mühe beim Abbauen, ne? Okay, ich brauche noch einen Herdsman und split die jetzt mal. So.
So, jetzt sollte das die Infrastruktur wieder laufen. Weil die Kühe ausgewachsen sind. Wir nur mal für Nachwuchs sorgen. Ich hoffe, wir können für die Häuser hier Nahrung noch anschaffen, aber wenn wir mehr Leute, vielleicht schaffen wir es dadurch. Ein großes Problem ist, dass wir hier unten das Feld nicht abgehandelt bekommen, bevor es zu spät ist. Alles wächst schön. Hält man ein Auge auf die Plantage hier oben. Die scheint mir nicht mehr so gute Äpfel zu tragen. Oh, wir die da oben. Oh. Habe ich zweimal Schafe? Ja. Gott, dann schlachte die halt. Okay, jemand wurde wieder vom Stein erschlagen. Guck mal, da ist Holz noch her. Ja, tauschen wir doch mal. Okay, dann lassen wir Pekka-Nüsse hier. Ja. Holzreserven niedrig, wie immer. Ich hab keine Nahrung da drin. Dann hol dir doch mal was zu essen. Oh, die sind nicht schön aus, die Pekka-Nüsse. Irgendwie tragen die nicht richtig hier bei mir. Der Boden ist nicht so schön. Split. Ist verhungert, er hat sich nichts zu essen holen wollen. Wir haben da was zu essen gehabt. Essenreserven sind niedrig, das gefällt mir nicht. Leute, ich habe 22 Farmen eingestellt. Also bitte. Macht doch mal euren Job. Essen ist low, Eisen ist low. Eisen stimmt gar nicht. Müssen wir einen abholen. Leute, muss man erst zuvor mit euch reden, ne? Also, so geht das nicht, dass ihr behauptet, ihr habt nichts zu essen und nur weil ihr zu faul seid, euren Job zu tun.
So geht das nicht, ne? Ein Lager ist zwar viel Holz, da drin aber kaum noch Stein. Wie sieht drüben aus? 30 Stein, 20 Eisen. Hm, reicht das für ein Haus? Ja, wir brauchen noch ein Haus zu Ende. Wenn meine Nahrung immer runter ist, ich muss ja mehr Leute haben, um die Nahrung auch überhaupt anzubauen. Oh Mann. Gräber sind wieder voll. Das ist einfach nur unglücklich. Arbeiten deswegen schlechter. Das kann natürlich sein. Weil ich hier kaum Äpfel für den Alkohol. Naja, wenn man die Bäume nicht aberntet. Ach, ich kann mir ja zuweisen. Ach, schön. Da unten braucht auf jeden Fall Hilfe. Fehlt ein Wolle gerade. Ah, Steiner schlagen. Oh, Händesser. Schön. Apfelsamen brauche ich nicht. Mein Gott, geh weg. Wollt ihr mir erzählen, dass kein Essen da ist? Tatsächlich. Da, das Essen. Holt's euch. Dann würdest du blöd, dir was zu essen zu holen, wenn ich dafür schon so verhungert bist? Ich glaube nicht. Also kann ich den Leuten wenigstens sagen, dass sie mehr abbauen sollen. Scheint dann nicht mal das Essen nachzurücken. Dafür brauchen wir jetzt erstmal keinen zweiten Blacksmith. Das heißt, du machst mal deinen Job nicht und bist ein Handlanger. Ja, die Bäume machen irgendwie nicht richtig mit, ne? Ein Herdsman ist gestorben. Nehmen wir einen Stonecutter weg. Ach, es ist blöd, dass die Leute jetzt verhungern, weil sie jetzt nicht in der Lage sind, sich das Essen aus den Schränken zu holen, quasi. Und die Arbeiter es einfach nicht hinkriegen, hier mitzumachen. Okay, meine Essensreserven sind immer extrem niedrig, weil sie es wirklich nicht schaffen abzuernten. Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich.
Wenn ihr mir da irgendeinen Tipp geben könntet, was ich dagegen machen kann, dass die Leute wirklich zu schlecht, zu... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich davon abhält, das zu machen. Natürlich habe ich schreckliche, schreckliche Nahrungsprobleme, wenn meine Nahrung nicht abgebaut wird. Mal sehen, wie viel Essen hier gerade verschwunden ist unten. Nur weil die Leute meinen, ach, das wird schon jemand anders abbauen. Einfach nur meckern, 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 ne? Die Forester machen euren Job nicht. Also Alkohol können wir gerade nicht gebrauchen, brauchen das Essen. Du machst was Besseres. Hackt mal Holz. Hier so. Was kann man nur machen, dass die da unten uns abbauen? Ich habe ja schon Hände daneben gesetzt, aber da wohnen leider die Falschen. Es ist ja auch noch kalt. Oh mein Gott. Ich will kein Bürgermeister sein. Hier von Leuten, die nicht zuhören. Essensreserven sind wieder niedrig. Die Tierfarmer sind ja für uns erholt. Jetzt müssen wir nur mal. Leute, wenn nicht verhungern. Eine zweite Fischerhütte sollte ich aufbauen, damit sie da vielleicht mal was machen. Ich brauche mal eine zweite Fischerhütte. Ich habe mehr Fischer. Oh, vielleicht hilft das hier. Hungern die Leute weg, weil die Leute zu faul sind zum Abernten. Das ist so schrecklich. Wir verhungern jetzt die ganzen Leute, weil einfach keiner ernten geht. Ihr müsst schon für Essen arbeiten, Leute. Das wisst ihr, oder? Kaufst du Essen? Oh ja. Sie mir alle weghungern, weil ihr alle zu faul seid zum Essen machen. Daran seid ihr alle selber schuld, Leute. Wirklich. Ihr verhungert jetzt nur, weil ihr zu faul seid zum Abarbeiten. Ich bin auf einmal so viele Laborer bekommen.
wie sie mir alle weghungern. Das ist so schrecklich. Und einfach nur, weil sie es nicht hinkriegen, nachzubauen hier. Bitte, Leute. Farmt doch einfach das ab, was ich euch gesagt habe. Dann müsst ihr auch nicht hungern. Das ist doch so leicht. Wir hungern sie jetzt alle weg. Das kann ich nicht verhindern. Und die sind wirklich selber schuld. Ihr habt ja gesehen, es ist genug zu essen da. Aber es arbeitet einfach keiner ab. Ich weiß nicht, warum sie es nicht tun. Wirklich nicht. Sie verhungern, weil sie es nicht tun. Da, was willst du? Was soll das? Da ist das Lager. Verstehst du ja nicht. Natürlich sind die Essensreserven niedrig. Ich kann es da nicht ändern. Wie gesagt, wenn ihr nichts arbeitet, kann ich nicht tun. Ich habe euch genug Möglichkeiten gegeben. Ihr müsst sie aber auch nutzen. Tja, meine Bevölkerung hat sich gerade selbst in den Tod gefault. Wer zu faul ist zum Arbeiten, der muss hungern und stirbt. So einfach ist das. Aber wenn ihr zu faul seid, da unten das Zeug abzubauen, dann habt ihr auch nichts verloren. Mit 11 schon am Arbeiten. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll wegen dem Essen. Ich kann ja nicht mehr als Felder hinsetzen und hoffen, dass sie es abbauen. Ich kann noch mehr Fischer hinsetzen, aber ich habe keine Leute mehr übrig dafür. Selbst mal vom Feinsten bei meinen Leuten hier. Vielleicht sind ziemlich Leute übrig zum Bearbeiten in den ganzen Feldern. Ich kann ja manchmal, was ich mit dir machen soll. Wenn sie sich selbst nicht retten können, kann ich auch nichts tun. Hier umgefallen. Holz in der Hand. Ja, schade Dorf. Nicht schön mit dir, aber mit so einer vollen Bevölkerung wird das nichts.
Der Yield ist aber auch schrecklich gerade. Und falls ihr mir einen Tipp für mich habt, wie ich denn dafür sorgen kann, dass sie die Felder auch abernten, bevor sie verhungern. Dann immer her damit. Oh Mann. Die von meinen Bäumen ist aber auch niedrig geworden. Hühnchen brauche ich nicht. Die nächsten Reserven sind bei der Ernte low, weil keiner erntet. Guck mal, 70% noch an allen Bäumen und keiner holt's ab. Einfach mal vorstellen, dass ich zu wenig Laborer habe. Das heißt, dass die das Zeug selber zu hinschleppen müssen, statt es abzuernten. Das ist eigentlich das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Jetzt bauen sie wenigstens einen Großteil davon ab. Das für Weitem nicht genug. Jetzt frieren sie schon wieder, weil keiner Holz sammelt. Und ist er gestorben. Gut, das Rätsel lösen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.